Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus den Monaten Mai und Juni 2020. Ich möchte euch in diesem Video meine Bücher zeigen, die in diesen beiden Monaten bei mir eingezogen sind. Und das sind doch einige. Im Monat Mai sind 4 Bücher bei mir eingezogen und im Monat Juni sind es 6 Stück. Da sind viele Rezensionsexemplare dabei. Ich glaube, es liegt daran, weil ich einige Rezensionsexemplare abgearbeitet habe. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt kann ich mir mal wieder ein paar anfragen. Und es sind halt auch wirklich tolle Neuheiten herausgekommen. Und da bin ich vielleicht ein bisschen eskaliert. Aber es hält sich noch im Rahmen. Ich hätte irgendwie gedacht, Ende des Monats ist es noch mehr Waren. Es geht. Aber es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Rezensionsexemplare. Wir fangen mit den Neuzugängen aus dem Mai an und auch gleich mit einem Rezensionsexemplar aus dem Verlag Freies Geistesleben. Da habe ich bisher, glaube ich, noch nichts angefragt. Das Cover, aber auch dann der Klappentext hat mich sofort angesprochen. Und zwar ist das Schattengeister von Frances Hardinge. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, aber ich glaube, das ist mit das hübscheste Buch, was ich mir jetzt hier im Jahr 2020 bisher zugelegt habe. Ich habe jetzt hier nur den Schutzumschlag, weil ich das Buch gerade lese. Und ja, das ist im Grunde ein historischer Fantasy-Roman. Es geht um ein Mädchen namens Makepeace, die eine besondere Gabe hat. Sie kann nämlich Geister spüren und Geister auch in sich aufnehmen. Das spüren die Geister und deswegen zieht sie die Geister magisch an. Und eines Tages verliert sie ihre Mutter. Sie ist immer mit ihrer Mutter unterwegs gewesen und die versucht auf jeden Fall ihr Geheimnis zu verstecken und zu wahren. Aber dann, wie gesagt, stirbt ihre Mutter und sie wird auf das Anwesen der Familie ihres Vaters gebracht. Das ist eine sehr angesehene Familie. Und die haben auch ein großes Familiengeheimnis, was auch mit ihrer Fähigkeit zu tun hat. Und sie ist dort aber nicht ein gern gesehener Gast. Und sie wird da mit sehr viel Feindlichkeit aufgenommen. Aber sie findet auch 1, 2 Freunde. Unter anderem, bevor sie da ankommt, auch einen Bären, einen Tanzbären, dessen Geist sie tatsächlich aufspürt und in sich aufnimmt. Und ich finde da besonders das sehr, sehr spannend, weil sie mit diesem wilden Tier in sich wirklich zu kämpfen hat. Ja, und was die anderen Motive hier zu sagen haben, das weiß ich noch nicht. Dieser Komet und der Schlüssel und die Schreibfeder und die Eule, ob das auch nochmal irgendwas Bedeutung im Inhalt bekommt, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, das erfahre ich noch. Ich bin auch noch nicht auf der Hälfte und deswegen, da wird noch einiges passieren. Ich habe es schon im Mai begonnen und dann kamen immer wieder neue Leserunden dazu. Deswegen musste ich es ein bisschen wieder weglegen. Aber ich habe immer wieder ein Kapitel mal gelesen zwischendurch und es gefällt mir bisher gut. Ihr werdet dann im Lesemonat mehr dazu erfahren. Apropos Lesemonat, ich habe beschlossen, die Lesemonate Juni und Juli zusammenzulegen, weil ich im Juni tatsächlich nur ein Buch beendet habe und ansonsten nur Bücher begonnen habe. Zunächst habe ich überlegt, ob ich dann nur ein Currently Reading zum Juni mache, aber jetzt bin ich schon so spät dran, jetzt ist schon Mitte Juli und deswegen habe ich gedacht, ich lege die beiden zusammen, weil ich im Moment eh nicht so viel lese, dass man das ganz gut machen kann, die beiden zusammenzulegen. Und weil ich, wie gesagt, auch viele Bücher einfach aus dem Juni in dem Juli mit rübernehme. Das heißt, ihr hättet die Bücher eh doppelt gesehen. Und deswegen werde ich das jetzt so machen als Ankündigung, falls sich irgendjemand wundert, wo mein Lesemonat Juni bleibt. So, das nächste Buch ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar. Und das ist eigentlich ein Buch, wo ich ein bisschen zu schnell zugegriffen habe, weil ich weiß, dass ich das eh erst im Winter lesen werde, weil es eben auch ein sehr winterliches Buch ist. Und zwar ein winterlicher Thriller. Neuschee von Lucy Foley habe ich beim Random House Bloggerportal angefragt. Und ja, vielleicht habe ich gedacht, vielleicht kriege ich das im Winter nicht mehr, dass es denn nicht neu genug ist mehr und dass sie kein Kontingent mehr haben. Aber ich hätte es mir, wie gesagt, auch gekauft. Also da war ich vielleicht ein bisschen vorschnell. Dennoch freue ich mich riesig über dieses Buch. So winterliche Settings finde ich ja immer sehr, sehr ansprechend. Ich hoffe sehr, dass ich da eine schöne winterliche Atmosphäre bekomme. Vom Cover her sieht das auf jeden Fall toll aus. Und Thriller lese ich ja eh sehr, sehr gerne, wenn es so in Richtung Psychothriller geht. Und hier scheint es so eine
ja, eine Gruppe zu geben, die Urlaub in einer Hütte macht. Ich werde euch einmal den Klappentext vorlesen. Mit dem Schnee kommt der Tod und aus Freunden werden Feinde. Winter in den Highlands. Neun Freunde verbringen den Jahreswechsel in einer abgelegenen Berghütte. Sie feiern ausgelassen, erkunden die eindrucksvolle Landschaft und gehen auf die Jagd. Doch was als ein unbeschwerter Ausflug beginnt, wird bitterer Ernst, als heftiger Schneefall das Anwesen von der Außenwelt abschneidet. Nicht nur das Gerücht von einem umherstreifenden Serienmörder lässt die Stimmung immer beklemmender werden. Auch innerhalb der Gruppe suchen sich lang begrabene Geheimnisse ihren gefährlichen Weg ans Licht. Dann wird einer der Freunde tot draußen im Schnee gefunden und die Situation in der Hütte eskaliert. Ja, man muss natürlich sagen, dass das jetzt keine großartige neue Idee dahinter steckt. Also, dass irgendwo eine Jugendgruppe in einer Hütte eingeschneit wird und dann irgendjemand davon der Mörder ist, das ist nichts Neues. Aber ich mag einfach eben dieses Setting und diese Atmosphäre. Es erinnert mich so ein bisschen auch an Until Dawn, an dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob da auch ja, so ein bisschen was Fantastisches hintersteckt, da glaube ich eher nicht dran. Aber dieses Setting alleine schon und dass jeder so seine Geheimnisse hat. Und ja, ich denke, das wird richtig viel Spaß machen, in den kalten Jahre, in der kalten Jahreszeit, in den kalten Monaten zu lesen. Ich denke, da werde ich ab November irgendwie zugreifen. Ja, das nächste Buch habt ihr schon gesehen, das habe ich schon rezensiert. Lesemonat Mai müsste das gewesen sein. Und zwar ist es der Sammelband der Kurzgeschichten und ja, Zusatzinformationen zu dem Dämonenzyklus von Peter W. Brad. Sie haben das jetzt hier das Feuer der Dämonen genannt. Es ist eine Sammlung aus Essays, die oder Kurzgeschichten und Novellen, die bereits erschienen sind und es sind aber auch ein paar neue Geschichten dabei, aber der Hauptteil davon ist schon mal vereinzelt erschienen. Das haben sie jetzt alles zusammengepackt. Und da mir so ja, eins, zwei Novellen gefehlt haben und ich auch gespannt war auf die einzelnen Novellen als auf die neuen Kurzgeschichten, habe ich mir das auch gegönnt, auch beim Random House Blogger Portal angefragt. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr da Fan von seid, von dieser Reihe, dann guckt in meinen Lesemonat vorbei. Da erzähle ich euch ein bisschen mehr dazu und auch zu den einzelnen Geschichten, was hier enthalten ist und um was es in diesen einzelnen Kurzgeschichten geht. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal erzählen, weil ich in den letzten Monaten sehr viel davon berichtet habe. Und ich glaube auch, dass das auch wirklich nur etwas ist für Fans. Also da würde ich nicht zugreifen, wenn ich in diese Geschichte mal reinlesen wollen würde, glaube ich. Könnt ihr mal sagen, ob das irgendjemand so rum gemacht hat, dass sich erst eine Kurzgeschichte von der Welt gegriffen hat, um einfach mal zu schauen, ob der Schreibstil einen liegt oder ob die Welt interessant für einen ist. Das kann man so rum natürlich auch machen, aber ich finde, dass hier viele Charaktere herausgenommen werden und nochmal so ein bisschen tiefer eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte bekommen oder dass die Bände so ein bisschen mit diesen Kurzgeschichten verbunden werden und Lücken so ein bisschen gefüllt werden. Ja, und da sind einige, die mir mehr gefallen und andere weniger, wie das meistens so ist. Aber das meiste finde ich wirklich sehr, sehr spannend und ja, war es auf jeden Fall wert zu lesen. Und das vierte und letzte Buch, was im Mai bei mir eingezogen ist, war ein Gewinn. Und zwar habe ich beim Gewinnspiel auf dem Kanal der Mädels vom Kanal Buchschnack mitgemacht. Da haben sie eine Silmeres Bücherbox verlost. Und das war zum Thema, Gott, was war das Thema? Meeres, Ozean, irgendein maritimes Thema halt. Und da war dieses Buch hier enthalten, Die Kristallelemente, das silberne Herz des Meeres von B.E. Pfeiffer aus dem Sternsand Verlag. Besonders die Sandra vom Buchschnack ist ja ein großer Fan von dem Sternsand Verlag, da liest sie sehr, sehr viel. Ich finde, es geht so ein bisschen in die Richtung vom Drachenmond Verlag, ich finde, die sind ähnlich, auch so von den Covern her, die sind immer sehr, sehr ausgeschmückt und manchmal fast schon überladen. Ich mag dieses maritime Thema sehr und auch die Box habe ich mich sehr gefreut, dass ich gewonnen habe. Ich werde euch auch hier mal den Klappentext vorlesen.
Die Kristallelemente, die rauschenden Wellen, der sanfte Wind, das Kreischen der Möwen. Schon immer hat sich Amara zum Meer hingezogen gefühlt, denn sie trägt Magie in sich und ist mit der See verbunden. Allerdings darf sie dieses Geheimnis niemandem anvertrauen, denn ihr eigener Vater ließ ihre Großmutter wegen eben dieser Gabe auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Als sie an einen brutalen Kaufmann verheiratet werden soll, wird Amara klar, sie muss fliehen. Dank ihrer Magie spürt sie, dass berüchtigte Piraten die Stadt überfallen werden. Das ist die Gelegenheit, ungesehen ihrem goldenen Käfig zu entkommen. Leider läuft sie bei der Flucht ausgerechnet dem Kapitän des Piratenschiffs in die Arme und dieser hat ganz eigene Pläne mit ihr. Denn auch für ihn sind ihre Kräfte etwas Besonderes. Sie könnte ihm helfen, einen uralten Fluch endlich zu brechen und einen Schatz zu erobern, der seinesgleichen sucht. Das silberne Herz des Meeres. Ja, und das ist, wie man hier unschwer erkennen kann, der erste Band einer Reihe. Finde ich immer sehr schön, wenn der Verlag das mit draufdruckt, die Bandanzahl. Und ja, wie gesagt, das maritime Thema finde ich echt schön. Ich habe nur so ein bisschen Befürchtung, dass es zu sehr in diese romantische Richtung geht zwischen den Kapitän und Amara. Also diese Magie, die sie mit dem Meer verbindet, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber es zieht mich, wie gesagt, noch nicht so ganz zu diesem Buch wegen dieser romantischen Liebesgeschichte, die ich hier vermute. Und somit sind wir jetzt im Juni angelangt. Da habe ich wieder ein Rezensionsexemplar, was wir für unseren Buchclub angefragt haben, unseren All You Can Read Buchclub, wo wir ja jeden Monat ein Buch zusammen lesen. Und ja, da hatte irgendjemand Anne Freitag vorgeschlagen, und zwar Das Gegenteil von Hasen. Das ist ihr neuestes Werk. So einige aus unserer Gruppe sind ja großer Fan von Anne Freitag. Ich glaube, Sarah Sophie und Claudia von Beauty Butterflies und auch Sarah von Alice im Bücherland, die mögen Anne Freitag sehr gerne, haben schon viel von ihr gelesen. Für mich war es jetzt das erste Werk von Anne Freitag, ist jetzt ja auch nicht mein größtes Lieblingsgenre, muss man sagen. Es ist ein Jugendbuch, ein reelles Jugendbuch und es dreht sich hier um Mobbing. Es geht um Julia, die einen Blog verfasst, also so eine Art Tagebuch eben in Blogform auf ihrem Laptop, und eines Tages vergisst sie ihren Laptop im Bus und muss feststellen, dass irgendjemand sich den Laptop gekrallt hat und anfängt, ihre Blogbeiträge nach und nach zu veröffentlichen. Und diese Blog-Einträge, die haben es wirklich in sich, denn sie sagt da wirklich die volle und ungeschönte Wahrheit. Und das verletzt sehr, sehr viele in ihrer Umgebung, ihre beste Freundin, ihren Freund und auch noch viele, viele andere Geheimnisse plaudert sie dadurch aus. Ja, und dadurch gerät natürlich das ganze Leben von ihr durcheinander. Wir begleiten aber nicht nur Julia, sondern auch noch andere Jugendliche hier. Zum Beispiel Linda, die damals halt eben von Julia und ihrer besten Freundin gemobbt wurde. Dann haben wir hier noch Edgar, der Julia so ein bisschen näher gekommen ist und sich in sie verliebt hat. Und ja, und alle bekommen ihr Fett weg in diesen Blog-Einträgen. Und da wird so ein bisschen damit natürlich gespielt. Hat sie jetzt Schuld? Sind die Gedanken wirklich frei? Darf sie das so erzählen? Und warum hat sie sich so sehr verstellt und das nie mal offen ausgesprochen? Also hier werden sehr viele Themen angesprochen und wir bekommen hier wirklich auch sehr, sehr viele ja, Protagonisten, die auch zu Wort kommen und verschiedene Perspektiven. Ich will jetzt noch nicht anfangen, das zu rezensieren. Ich merke, dass ich da schon eindrifte, weil ich das eben schon gelesen habe und schon einiges dazu zu sagen hätte. Deswegen will ich das jetzt mal verlagern auf den Lesemonat. Da möchte ich mir nämlich noch ein bisschen meine Gedanken ordnen, weil das nicht so ganz einfach ist zu erklären. Auf jeden Fall hat es mir gefallen.
Und es war mal wieder was ganz anderes. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, wie es mir insgesamt gefallen hat und im Detail, dann wartet auf meinen Lesemonat Juni und Juli. Im Juni war auch die Schnitzeljagd, die Bücherschnitzeljagd, die ich mit der lieben Jenny von Jennys Lesestoff veranstaltet habe. Und da habe ich euch ja gezeigt, was meine Ausbeute war. Allerdings habe ich euch auch gesagt, dass ich eventuell zwei Bücher davon wieder zurückgeben werde. Und das habe ich auch getan. Übrig geblieben sind von den vieren, die ich mir eigentlich gekauft habe, zwei. Und zwar ist das einmal 4 Jahre von Karen Gerhardsen. Auch das ist ein winterlicher Thriller. Ich glaube, in Grönland, nee, in Gotland spielt das. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du tun? Winter 2014. Gotland ist bedeckt von einer dichten Schneedecke. Eine junge Frau steigt bei einem fremden Mann ins Auto. Auf der anderen Seite der Stadt macht sich ein Liebespaar auf den Weg zu einem heimlichen Treffen. Kurze Zeit später wird die Stille der schwedischen Wälder zerrissen. Zwei Autos auf eisglatter Fahrbahn befinden sich auf Kollisionskurs, bis einer der Wagen in den Abgrund stürzt. Ein Unfall, der nicht nur einen Mann das Leben kostet, sondern auch verheerende Folgen für alle Beteiligten hat. Doch das Schlimmste daran: Unter der Eisschicht liegt eine Wahrheit begraben, die erst Jahre später an die Oberfläche drängt. Ja, hier steht ein fantastischer und brillant komponierter Thriller. Matthias Edvardsen, der Autor von Die Lüge, ist nämlich tief beeindruckt davon. Kenne ich nicht den Herrn, aber es klingt auf jeden Fall gut und auch die Buchhändlerin, die mir das empfohlen hat, meinte, das wäre wirklich sehr schön komponiert und mit vielen Wendungen und ich mag ja gerne sowas. Und ja, hier war ja die Aufgabe bei der Schnitzeljagd, ein Buch zu kaufen, wo eine Zahl drauf ist. Und das andere Buch, was ich mir gegönnt habe, was ein Buch von meiner Wunschliste sein sollte, etwas Besonderes, das war Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski. Ja, die Hexerreihe. Das Buch habe ich bereits gelesen, allerdings noch in der alten Ausgabe. Die alte Ausgabe habe ich aussortiert und weil ich einfach diese einfach so wunderschön finde, habe ich gedacht, ich tausche das aus, weil ich auch noch nicht alle Teile von der alten Ausgabe hier hatte. Hat es mir auch jetzt noch nicht so wehgetan. Und deswegen habe ich mir jetzt den ersten Kurzgeschichtenband, mit denen man auf jeden Fall anfangen sollte, bevor man die Reihe liest, weil hier so alle Figuren eingeführt werden und wie die sich überhaupt kennengelernt haben. Es geht um Geralt von Riva, den Hexer, der ja so ein Auftragsmörder für Monster ist und so durch die Welt zieht. Es ist eine sehr, sehr düstere, mittelalterliche Welt, eben mit magischen Wesen. Und ja, der Hexer, ein Hexer, hat halt sehr viele kampferprobte Fähigkeiten, auch magische Fähigkeiten, mit denen er eben auch Monster bekämpfen kann. Sie haben aber nicht den besten Ruf und er begegnet eben ja viele fantastische Wesen, aber auch viele Menschen, unter anderem auch eine Magierin namens Yennefer und ein Kind namens Ciri. Das sind so die Protagonisten und viele, viele mehr. Ja, ich kann da so viel zu sagen. Es gibt ja auch dazu jetzt die Netflix-Serie, die ja so die, ich glaube, die erst die Kurzgeschichten so ein bisschen abbildet. Und ich freue mich, irgendwann das nochmal zu lesen und dann auch endlich mit der Reihe zu beginnen. Das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe bisher nur die ersten zwei Kurzgeschichtenbände gelesen. Aber ja, auf diese Reihe aufmerksam geworden bin ich eigentlich erst durch die Spiele, durch den dritten Teil von The Witcher und habe mir das Let's Play von Gronkh dazu angeguckt. Ja, das waren die beiden Bücher, die durch die Bücherschnitzeljagd eingezogen sind. Und jetzt habe ich noch drei Bücher, ja, die ich euch zeigen kann, die auch im Juni bei mir eingezogen sind. Und zwar habe ich ja zwei Bücher wieder zurückgegeben. Das war ja einmal Terry Pratchett, Der Winterschmied, weil das eben der Teil, ein Teil einer Reihe war. Und ich gerne, wenn dann, von vorne anfangen wollte. Und dann war das Die letzte Drachentöterin von Jasper Forde. Und da habe ich ja gemerkt, dass Band 3 nicht mehr als Taschenbuch erscheinen wird. Und ich hatte mir den ersten Teil als Taschenbuch geholt. Das fand ich auch blöd. Deswegen habe ich die beiden
umgetauscht und mir stattdessen dieses Buch hier gekauft. Das ist der dritte Teil der Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabo. Das Gedächtnis von Babel. Ich liebe diese Farbe, diese mintfarbene, ja, Pastellfarbe. Es sind ja alle so in diesen Pastelltönen aus der Reihe. Und dieses Buch werde ich zusammen mit der lieben Kali lesen. Wir haben ja auch schon Band 1 und 2 zusammen gelesen. Da waren aber auch noch die anderen Mädels vom Buchclub dabei. Und wir sind jetzt eigentlich nur noch übrig geblieben, weil wir diese Reihe so besonders finden, dass wir sie gerne weiterlesen möchten. Also ich hatte schon bei Teil 1 und auch bei Teil 2 so meine Kritikpunkte, aber die Welt alleine ist einfach so etwas Besonderes. Vor allem auch die Schreibweise, es ist halt französische Fantasy und ja, es ist schon ein bisschen was anderes. Deswegen möchte ich dieser Reihe auf jeden Fall noch weitere Chancen geben und werde die Reihe auch beenden. Es gibt noch einen vierten Band, der ist jetzt vor kurzem erst erschienen und dann ist die Reihe aber beendet. Hier geht es um Ophelia und Ophelia lebt in einer Welt, in der unsere Erde auseinandergerissen wurde und es gibt immer nur ganz verschiedene Erdteile, die so umeinander schweben und diese Erdteile werden Archen genannt und auf einer Arche lebt Ophelia und Ophelia soll verheiratet werden mit einem jungen Mann von einer anderen Arche, nämlich dem Pol. Es ist eine sehr eisige Gegend und dort wird sie hingebracht und dort wird sie schnell lernen müssen, dass es auf der Arche ganz anders zugeht als auf ihrer Arche, denn jede Arche hat so ihre Besonderheit und ihre eigene Magie. Ophelia kann, wenn sie ihre Hand auf etwas legt, deren Geschichte, also von dem Gegenstand, die Geschichte erfahren. Und sie kann so ein bisschen mit Gegenständen agieren, als wären sie lebendige Wesen. Und auf der Arche, wo sie jetzt nun ankommt, geht es viel um Intrigen und Machtspielchen. Und ihr zukünftiger Mann ist ein sehr, sehr kalter und sehr, sehr nüchterner Mensch. Und das ist jetzt keine typische Romantasy-Geschichte, was mich sehr, sehr freut. Denn hier ist ein bisschen was anderes im Vordergrund. Und warum überhaupt diese ganze Welt zersprungen ist. Und wir haben auch immer so Zwischenkapitel, wo es um so göttergleiche Wesen geht. Und da haben wir im zweiten Band schon viel mehr dazu geliefert bekommen, Informationen. Und das fand ich so, so spannend. Da möchte ich unbedingt weiterlesen. Und jetzt geht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr ins Eingemachte. Ophelia wird so ein bisschen aktiver. Ophelia ist sonst eine sehr, sehr in sich gekehrte und passive Person, wo man sie manchmal so ein bisschen an die Schultern nehmen möchte und rütteln möchte. Und ich hoffe jetzt, dass sie im dritten Band jetzt ein bisschen aktiver wird und so ihre eigene Queste bekommt und auch wir vielleicht auch mal ein paar andere Archen noch kennenlernen. Das wurde auf jeden Fall im zweiten Band so ein bisschen angekündigt, dass es jetzt damit weitergehen kann. Und ich freue mich wirklich sehr, mit Kali dieses Buch zu lesen. Ein weiteres Rezensionsexemplar vom Bloggerportal ist Das sternenlose Meer von Erin Morgenstern aus dem Blessing Verlag. Und wer vielleicht sagt, die Autorin kenne ich doch, das ist die Autorin vom Nachtzirkus. Das ist ja auch ein durchaus bekanntes Werk von ihr und das habe ich damals gelesen. Und ich finde, es ist was Besonderes, auch wenn es für mich kein großes Highlight war und auch die Geschichte an sich mich nicht so richtig fesseln konnte. Die Idee fand ich toll und die Atmosphäre, die sie in diesem nächtlichen Zirkus erschaffen hat, hat mich auch sehr verzaubert. Deswegen möchte ich ihr gerne nochmal eine Chance geben mit diesem Werk hier. Und ich finde einfach, dass sich das sehr, sehr besonders auch wieder angehört hat. Eigentlich sollte Zachary Ezra Rawlins an seine Abschlussarbeit schreiben. Stattdessen geht er jeden Tag in die Bibliothek und liest, was ihm gefällt. Bis er eines Tages ein unscheinbares Buch aus dem Regal nimmt und nichts mehr ist, wie es vorher war. Denn in diesem Buch steht seine, Zacharys Geschichte. Wie ist das nur möglich? Für Zachary beginnt ein fantastisches Abenteuer. Ja, ich bin gespannt. Hier geht es wieder um Bücher in Büchern.
Das spricht mich immer an. Ich stelle mir das sehr, sehr, ja, faszinierend vor, wenn man ein Buch liest und merkt, das ist doch meine Lebensgeschichte, die hier erzählt wird. Das stelle ich mir gruselig und gleichzeitig faszinierend vor. Und mal sehen, was dabei rumkommt. Ich habe zu diesem Buch Positives schon gehört, aber auch Negatives. Ich muss sagen, dass ich das englische Originalcover noch um einiges schöner finde. Ich meine, ich liebe Schlüssel auf Cover, finde ich richtig schön, aber es ist wieder so computeranimiert und nicht so schön gezeichnet. Deswegen, ja, ihr müsst euch mal das englische Cover angucken. Das ist, ich glaube, da ist irgendwie so eine Biene oder eine Fliege vorne drauf. Mega hübsch. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das da nicht übernommen haben. Aber es geht natürlich um Inhalt und der Inhalt klingt interessant. Und ja, auch das Vorsatzpapier hier mit den ganz vielen Schlüsseln finde ich schön. Ja, darunter, ich gucke ja immer gerne, wie es darunter aussieht. Manchmal gibt es ja eine Überraschung, da ist es aber relativ schlicht. Ja, ich freue mich aber, die Geschichte zu entdecken und hoffe, dass diese Geschichte mich mehr in ihren Bann ziehen kann und dass das nicht ganz so holprig, sich nicht ganz so holprig liest wie im Nachtzirkus. So, jetzt sind wir beim letzten Band angelangt und das sollte vielleicht einigen auch nicht unbekannt sein, wenn ihr die Bücherschnitzeljagd gesehen habt von mir und Jenny, von Jenny und mir, so rum. Nämlich habe ich da gesagt, dass ich ein Buch entdeckt habe, was mich so angesprochen hat und was den Kampf aber verloren hat gegen ein anderes Fantasy-Buch. Da habe ich mich dann ja für den letzten Drachen, für die letzte Drachentöterin entschieden. Und zwar ist das Das Haus der 1000 Welten von T.S. Orgel. Und da war ja die Aufgabe, ein Fantasy-Buch zu suchen, wo man die oder wo ich die Magie noch nicht kenne, etwas Neues an der Magie ist. Das passte nicht hundertprozentig. Es hätte auch noch zu der Aufgabe gepasst, mit einer Zahl auf dem Cover, weil es eben das Haus der 1000 Welten ist. Aber ich fand die Idee einfach so gut, dass mir das Buch nicht aus dem Kopf gegangen ist. Dann habe ich das erst auf meine Wunschliste gepackt und dann habe ich gesehen, dass es da noch gar nicht so alt ist. Und dann ja, habe ich es auch auf dem Bloggerportal entdeckt und habe es dort auch als Rezensionsexemplar angefragt und habe es tatsächlich bekommen. Und zwar geht es um ein, ja, um ein Haus, um ein Anwesen, um ein Schloss, wo ganz viele verschiedene Welten vereint sind und ganz viele verschiedene Artefakte, magische Artefakte ausgestellt sind. Hinter diesen Pforten warten Ruhm und Reichtümer oder der Tod. In der Stadt Athale, hoch oben in den Bergen des Kaiserreichs, steht ein sagenumwobenes Haus. Der Legende nach soll es unendlich viele Räume beherbergen, angefüllt mit unvorstellbaren Schätzen und unglaublichen Artefakten. Noch nie ist es jemandem gelungen, die tödlichen Gefahren, die dort lauern, zu überwinden. Aber Stern und ihren Gefährten bleibt keine andere Wahl. Ja, ich finde, es hat auch so ein bisschen etwas von Indiana Jones, also magische Artefakte, die in ein Gebäude mit mehreren Fallen und Gefahren versteckt und gesichert sind. Mal gucken, ob es so ein bisschen so Schatzjäger-Atmosphäre bekommt. Ich habe in einigen Rezensionen, die ich mir so ein bisschen angeguckt habe, oberflächlich gesehen, dass der Klappentext etwas verspricht, was der Inhalt nicht hält, dass es gar nicht so sehr um die Protagonisten Stern geht und ihren Gefährten, sondern um noch ganz viele verschiedene andere Protagonisten. Hier drin in der Klappe steht ja auch noch einiges mehr. Das werde ich mir jetzt auch nicht nochmal durchlesen, damit ich mir jetzt auch nicht zu sehr ein Bild mache und zu große Erwartungen bekomme in eine Richtung, die dann nicht erfüllt werden. Ich finde diese Idee von diesem Haus mit diesen ganz verschiedenen Welten und Artefakten einfach toll. Ja, viele Protagonisten, das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch ein bisschen anstrengend sein. Ich habe auch gelesen, dass es ein bisschen braucht, bis man in diese Welt hineinkommt. Aber gut, das Buch hat 600 Seiten, ja, knapp 600 Seiten. Und da ist es dann auch okay, wenn man mal so ein bisschen, so vielleicht so 100 Seiten braucht, bis man richtig drin ist. Dann muss es aber auch fluppen. Ich hoffe, dass es jetzt kein Fehl Kauf war, T.S. Orgel, dahinter versteckt sich ja ein Autorenduo, und zwar sind das, glaube ich, Brüder, ja genau. Hinter dem Pseudonym T.S. Orgel stehen die beiden Brüder Tom und Stefan Orgel.
Ja, und die haben unter anderem die Reihe Orks versus Zwerge geschrieben und die Blausteinkriege. Ich glaube, dadurch sind sie auch richtig bekannt geworden. Ja, das hat mich einfach so angesprochen, dass ich das dann auch noch anfragen musste. Ja, jetzt muss ich aber auch erstmal wieder ein bisschen Rezensionsexemplare abarbeiten, bis ich mir irgendwelche neuen anfrage. Aber ich freue mich auf diese Bücher sehr. Da sind wieder tolle, hauptsächlich Fantasy-Titel bei mir eingezogen und zwei Thriller, glaube ich. Ja, und da freue ich mich auch sehr drauf, weil Thriller kann man immer so zwischendurch mal so wegsnacken und besonders mit dieser eisigen Winteratmosphäre, die die beiden Thriller ja haben, werde ich die auf jeden Fall ja im Herbst, Winter dann lesen. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich zu den Büchern was schreiben oder was bei euch so eingezogen ist oder was euch sonst so einfällt. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.